Naja, die wissen jetzt auch, wo sie sind, aber ich will nicht. Das sieht so weit weg aus noch. Schaffen hier. Okay, da müssen wir wohl geradeaus durch. Da hinten ist der Turm. Sah ja nicht aus, als wenn hier Leute wären. Was? Oh Moment, hat da jemand was? Stöhnte doch gerade eine Frau oder so. Nichts gehört. Weißt du das nicht? Jetzt ja. Ja. Irgendwo die Richtung da. Hm. Da, wo mit. Oh, oh, oh. Da war was. Die klemmt bestimmt an da. Oh. Oh, ein Kind. Okay, heilen. Ja, wir. Kind mit einem Gewehr. Müssen wir heilen, ja. Ja, das ist natürlich das Problem, ne? Ist es richtig, das Kind zu heilen? Auf jeden Fall können wir es wohl, wenn wir nur nah genug rankommen. Mhm. Ja, ja, du musst näher ran. Ich verstehe doch schon, was du hin. Nein, aber sie sagt ja, ich komme jetzt zu dir. Das muss richtig nah rangehen. Okay. Aha. Ja, dann macht er eigentlich das aber. Also geht das nicht jetzt. Er stirbt, wenn ich ihm nicht helfe. Eieiei. Okay. Hast du hier Maschinen jadid? Jetzt Hexe, Hexe, jetzt erschießt das wahrscheinlich. Alarm! Le maud ahis bil alam. Sahira, anti Sahira, كيف يمكنك فعل ذلك? Tut mir leid, ich verstehe kein Wort, was du sagst. Salim, Salim. Dein Name ist Salim. Salim. Jody. Joe. Jody. Jody? Ja. Ja, Jody. 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 Oh, da kommen sie wieder. Ja. Ich glaube, wir kriegen Gesellschaft.
unübersichtlich hier. LB? Na, dann schieß mal. Hab ich schon. Nein, ich brauch dich jetzt! Erschlagen wir den mal. Die anderen. Hä? Da. Der ist zu weit weg. Ne, das klappt nicht so aus, oder? Nee. Nee. So, also, nee, den kannst du leider nicht. Also, da müssen wir aber hin. Ist hier noch jemand anders? Junge gibt dir jetzt Deckung, ne? Das wäre schön, aber ich glaube. Jetzt! Das wäre es gewesen, wenn er schießt. Wenn der Junge schießt. Jetzt! Nee. Oh, scheiße. Das war nicht der Junge. Na, dann geh erstmal zu dem Jungen und dann renn. Ja. Oh. Die dreht sich immer automatisch rein. Aha. Jetzt. Gibt's doch nicht. Oh, nee, das hilft auch nicht. Kommen wir woanders hier hin? Nee. Da wo doch. Da war ein anderes A. Da. Ist ja genauso wenig hin. Okay. Aber. Das sind aber die aus dem Auto, ne? Oh, da ist was. So Junge, das war dein letzter Schuss. Jetzt können wir rüber. Das sollte doch reichen, oder? Wahrscheinlich nicht. Doch. Doch. Danke für die freundliche Mitarbeit. Guck, wir müssen hier weg, bevor noch mehr kommt. Oh, der kennt sich bestimmt aus. Oh, oh, oh. Oh, Scheiße. Ja, mit dem Messer konnte ich besser nicht bremsen. Jetzt könnte der Glenn immer schießen. So, machen wir selber. Erlangt ihr mir heilen? Ein Hus gibt ihr? Ist okay. Ja, kann sein. Wir sind ein verdammt gutes Team, oder Salim? Die Sonne geht auf. Jetzt wird es schwer, hier nicht entdeckt zu werden. Der Turm. Der Turm ist da drüben. Al-Turidina Jabila Unek. La Burge Shabab. Labor? Da muss ich jetzt hin. Ja, genau. Für uns mal. Was hab ich zu verlieren? Eben, was soll schon passieren? Ich
ist ja vorher schon unterwegs, ey. Mhm. Da oben auf dem Dach ist einer. Naja. Wo ist der Junge hingegangen? Ich dachte, der wäre hier um die Ecke gegangen. Rufe doch. Ach da, Tür. Wer geht denn schon durch Türen? Das ist ja was für Amateure. Oh, was ist denn da los? Ganz weg, die ist doch tot. Ich wieder erwecken. Ja. Scheiße. Oder, Moment. Nee. Leider nicht. Näher ran und dann kannst du kalt machen mit der Waffe. Ich muss mal gucken, ob es schon von hier ausgeht. Oder von daher. Da lässt sie mich jetzt wieder nicht hin, ne? Ist klar, wäre zu einfach. Okay, das erledigt sich von alleine. War der das? Nee, ich glaube nicht. Klar, aber so. Warum stehen wir jetzt hier? Achso, okay. Hinter der Mauer, hast du gesehen? Ja. Kann ich aber noch nichts machen, von hier aus. War es noch irgendwo einer? Sehe ich gerade niemanden. Okay. Ah ja, die kriegst du aber mit dem Aiden. Wir müssen direkt durch. Bleib bei mir, okay? Ach, jetzt müssen wir wieder mit Aiden. Schnell, hilf mir! Ach, diese Kugel, das wir rummachen. Na, dann guckst du mal. Okay, kletter hoch. Salim. Schnell hoch. Oh, lala. Echt, eben, ja, ja, darum. Warte. Ja. Oh. Boah, ich mag ja keine Kriegsspiele, ne? Habe ich doch schon mal erwähnt. Naja, es ist ja kein Kriegsspiel. Jetzt doch im Moment schon. Auf unten, aber. Oh, einer. Wo haben wir eigentlich hin? Dem hinterher, dem Jungen hinterher. Der wollte uns ja eigentlich zu dieser Säule bringen, ne? Ja, ja, da ist er doch. Oh, da. Werd sie los! Jo. Ja, sonst zieh mal. Ja, was? Ach, das ist auch noch einer. Aber da ging auch nicht Fahrertür. Da. Na, Kollege. Alles gut bei dir? Ei. Oh, warte, dann können wir das. Können wir da noch Unsinn machen? Ich denke fast.
die ganze Zeit über den Haufen. Oh, wir können. Ja, du musst da drauf. Ganz ruhig, Aiden. Vielleicht kommen wir unbemerkt hier durch. Dass sie uns nicht entdecken. Ich hoffe es. Mhm. Oh oh. Vielleicht ist das nicht gut für die Runde. Ah. Das ist jetzt eher nicht so gut. Ja. Und jetzt? Ich fahr mal durch. Scheiße, Aiden! Was verdammt nochmal tust du? Jetzt jagt uns bald die ganze Stadt! Achso, Entschuldigung. Bleib unten, nicht bewegen! Oh, Scheiße, Scheiße. Oh, Scheiße. Oh, falsch. Scheiße. Scheiße. Dir geht ein bisschen, was er sagt. Jetzt müssen wir getrennte Wege gehen. Schon wieder eine Trennung. Ich muss gehen. Verstehst du, Salim? Lana Trukuki. Yumkinuniel Baka Wilajanibuki. Hastatiu Musahadatuki. Tut mir leid, aber du kannst nicht mitkommen. Kannst du ihn auch adoptieren? Ja, klar. Du bist sehr tapfer, Salim. So ein gutes Apartment. Und irgendwann ist das alles hier vorbei. Und du kannst einfach wieder ein Kind sein. Verstehen die sowieso nicht. Jamal war hier irgendwo. Ich habe nicht viel Zeit. Ja. Wo ist die Säule? Ich sehe sie nicht. Doch, da.
Da. Jamal ist hier. Okay, such einen Platz beim Haus, wo ich mich verstecken kann. Also da rein. Ein Platz beim Haus. Ich hab doch da reingeguckt. Was denn? Na, da, die hatte da reingeguckt. Da, ja. Da musst du rein. Dann gehen wir da rein. Genau. Da ist was. So. Du weißt, was du tun musst. Finde Jamal ein. Los, weiter. Fast geschafft. Ja, natürlich. Aber du kommst da nicht drüber, oder was? Über die Mauer? Doch. Ja. Ah, guck mal. Boah, können wir den Typen nicht mehr langsam finden? Ja, jetzt wäre er wohl bald da. Ja, dann knall die mal ab. Viel Spaß. Ah, der kann den jetzt abknallen, da drin liegt das. Das ist Jamal. Ich komme nicht nah genug an ihn ran. Du musst das übernehmen, Aiden. Ich glaube, da hinten stand noch eine, den du erledigen musst, da links an der Ecke. Ja, hier. Ja. Ja, den kannst du. Ja, komm. Übernehmen wieder. Gut. Such eine Waffe. Da steht einer am Jeep, am Kofferraum. Lehnt. An dem Auto, wo du jetzt bist. Genau, und dann nach hinten. Da stand von ihm die Waffe. Der hat überhaupt keine. Doch, da steht doch einer da. Da unten. Ah, okay. So, mal. Das war jetzt mal wieder ein bisschen. Ich muss es tun. Befehl ist Befehl. Ja, der Kerl hat Blut an den Händen, er verdient den Tod. Komm schon, ich schaff das. Ich kann ihn töten. Ich kann ihn töten. Du hättest das Fenster schießen müssen. Mhm. Meinst du? Ja. Nee. Nee, kommst du nicht dran. Aber vielleicht da kann er reingehen. Ja, ich denke fast. Die wollten ja nur den anderen, der ist ja Army, der darf ja rein. Also, deren Army. Ja, okay. Joa. Mach die Tür für mich auf. Ich brauche Hinweise für Jamals Tod. Schnell! Tür aufmachen. Sollst du machen? Tür aufmachen. Nicht Tür aufmachen. Ja, vielleicht. Ach, irre. Davon kommt draußen. Das Tor. Oder? Auch nicht. Hm. Da. Da! Mann. Ja. Da rein. Ups, da bleibt es an den paar Kisten hängen hier. Jörg? Als wenn die nicht schon Schlimmeres gesehen hätte. Ja, ehrlich. Ich wollte gerade sagen. Schwanger! Oh nee. Das könnten wir jetzt gar nicht gebrauchen.
versteckte Kamera. Ach. Oh, oh, das Kind. Oh, oh. Ich hoffe, wir haben ihn nicht. Das sind seine Leute. Oh, nein. Oh, ah, scheiße. Er ist dein Vater? Upsi. Niemals a falsche Sache. Packer du an der Kiste, Kachi. Genau das Ding drum. Bei uns kann aber auch nicht einfach mal irgendwas nur einfach gut gehen, ne? Idrikini! Etajani! Etajani! Ja. Ja, scheiße. Kann ich nur irgendwas machen? Heiden kann ich nicht holen. Irgendwas? Nee, stopp. Muss jetzt da nur weg. Ach, ja. Mal. Mist. Oh, verdammt. Fuck, wir müssen weg von hier. Ja. Können wir eben ein Auto nehmen? Nee. Nee, ich glaube, du musst zur Tür raus. Ich hätte so gern ein Auto. Eieiei. Ich kann Aiden nicht holen. Das Auto kannst du dir jetzt bestimmt schnappen. Wenn sobald die da weg sind. Das ist natürlich. Ey! Da war da eine Tür! Komm schon, ich bring dich hier raus. Zehn Jahre in der CIA, aber das habe ich noch nie erlebt. Der Boss schickt seinen privaten Helikopter, um einen Agenten abzuholen. Alle Oberbosse schwärmen von dir, Jody. Und von Aiden natürlich. Jody, alles klar? Hör zu. Ich weiß, das war echt hart. Aber das war's. Wir fliegen heim. Wieder Mission erfolgreich abgeschlossen, okay? Ich werde nie vergessen, was ich gesehen habe, Brian. Niemals. Wie geht's deinem Bein? Besser, wenn das Schmerzmittel wirkt. Ich kann Aiden doch. Ist nur unten. Ja, Zeitung lesen. Ich kann
einen nicht. Nee, ich kann einen nicht rufen. Fenster, kannst du noch gucken? Und die internationale Gemeinschaft hatte eben angekündigt, die offiziellen Wahlergebnisse anzuerkennen für den neuen Präsidenten Jamal Scheich Sharif. Jamal Scheich Sharif, einer der gefährlichsten Warlords des gesamten Landes. Und nun gibt es neue Berichte, dass er und alle Regierungsvertreter einem Attentat erlagen. Offensichtlich verübten Unbekannte den Anschlag. Muss Jamal finden und eliminieren. War das gar kein Böser? Dass der neu anerkannte Präsident Jamal Sharif in der Lage sein würde, die Konflikte zu beenden, unter denen das Land seit Jahren leidet. Viele Regierungschefs brachten ihr Entsetzen zum Ausdruck. Dieser Anschlag war offenbar nicht weniger als eine kaltblütige Exekution. Muss Jamal finden und eliminieren. Boah! Du hast mich angelogen. Wovon redest du da? Jamal war kein Warlord. Er war der Präsident. Er war der demokratisch gewählte Präsident. Okay. Und der Punkt? Die machen Politik, wir folgen Anordnung. Du wusstest, ich hätte ihn nicht ermordet. Also hast du mich angelogen. Willkommen bei der CIA, Jody. Das ist kein Kaffeekränzchen, falls du es nicht bemerkt hast. Wir hatten einen Job zu tun, der ist erledigt und das war's. Das ist vielleicht nur ein verfluchter Job für dich. Okay, aber ich bringe nicht irgendwelche Leute um, weil irgendein verfickter Scheißgeneral mir das befiehlt. Was ist los? Jody, hör mir zu. Komm runter, okay? Wenn wir zu Hause sind, reden wir über alles, okay? Du hast mich manipuliert. Du benutzt mich für deine Drecksarbeit. Welchen Unterschied macht das schon, Jody? Er war schon ein toter Mann, mit deiner oder ohne deine Hilfe. Ich hab Blut an meinen Händen. Ein Kind hat keinen Vater mehr wegen mir. Weil ich dir vertraut habe. Weil ich geglaubt habe, dass wir das Richtige tun. Was bin ich für dich, Ryan? Ein Spielzeug? Eine verfluchte Puppe, mit der du machen kannst, was immer du willst? Wir kriegen massive Turbulenzen. Fuck! Ich kann nicht steuern. Hast du mich damals in meinem Apartment auch belogen? Jody, um Gottes Willen, du bringst uns noch um. Niemand wird mich je wieder belügen, Ryan. Jody! Fuck! Jetzt mal sehen, Aiden hatte recht, als er uns boykottieren wollte. Mit dem Typen. Oh ja, ja. Okay. Das ist das, wo sie den anderen anruft, ne? Ihren, den Arzt da. Nathan Dawkins. Das hatten wir ja schon mal gesehen. Sie haben gelogen. Damit ich für sie morde. Was ist denn passiert? Ich wusste es nicht. Ich wusste es nicht. Ich habe nur Befehle ausgeführt. Wo bist du jetzt? Ist Clayton bei dir? Nein. Nein, nein, ich bin weggerannt. Du kannst vor ihnen nicht weglaufen. Sie werden dich jagen und finden. Du musst herkommen. Achso, dann kam jetzt ja für die Flucht, oder was? Es ist vorbei, Nathan. Stimmt. Ich werde für keinen mehr töten. Du sagst ihnen, wenn sie nach mir suchen werden, bringe ich sie um. Jody, hör zu. Sag's ihnen, Nathan. Ja, es hieß ja, es geht um Verrat bei ihr. Das ist mein Ernst. Als sie sie gesucht haben, dann. Ja. Das war eine lange Mission. Mhm. Ryan geküsst 72%. Ja. Der Ergreifung entkommen 87, Waffe genommen, Soldat 78. Auf der Straße gerettet. Oh, ein unentdeckter Weg. Upsi. Okay. Ja, gut, das war, da gab es so viele Möglichkeiten theoretisch. Es war ja unübersichtlich. In der Stadt entdeckt worden, 57%. Naja, waren wir nicht die Einzigen.
am Kontrollpunkt entdeckt worden. 81%, das waren noch wesentlich mehr. Auf der Straße gerettet. Auf der Straße gerettet oder auf die Straße gerettet? Ich weiß nicht. Aber nur 28%. Okay. Da waren wir ja gut. Achso, bevor es jetzt weitergeht, machen wir an dieser Stelle. Genau, bevor es weitergeht. Dieses Kapitel spielen wir dann beim nächsten Mal. Und dieses und eventuell weitere Kapitel. Ich weiß, ich habe keinen Plan, wie lange es noch geht, aber es scheint ja doch recht umfangreich zu sein. Ja, seid gespannt und wir sind's auch. Und bis dahin sagen wir ciao, ciao.